Heidi ho, ihr kleinen Wüstenrennmäuse, habt ihr uns vermisst? Ich glaube wohl kaum, denn das letzte Video kam ja jetzt nicht wie gewohnt Mittwoch, sondern Samstag erst, weil wir jetzt schon 2 Jahre auf dieser Plattform aktiv sind und wir dachten, zur Feier des Tages widmen wir mal ein kleines Short den Leuten, bei denen die Intelligenz irgendwie nicht so ganz ausgeprägt ist. Aber jetzt sind wir wieder hier und machen für dich, der viel Intelligenz besitzt und Bock auf ein gutes Kochvideo hat, ein neues Video. Und zwar machen wir heute den Daily Style Nudelsalat. Ich bin der Rafa, hinter der Kamera ist das Kameramädchen Julia und wir sind eh vegan. Aber bevor es losgeht, dürft ihr erstmal den Channel abonnieren, die Glocke bimmeln, damit ihr im Up-to-Date seid, wenn es was Neues gibt. Ihr dürft auch jetzt schon einen Kommentar da lassen, wenn ihr Bock habt, dem Video einen Daumen nach oben geben und ihr könnt das auch teilen, wenn ihr wollt. Außerdem haben wir etwas ganz Neues, nämlich zur Feier des Tages, weil wir jetzt schon 2 Jahre hier am Stissel sind, haben wir Merchandise. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, oh nein, die wollen auch Geld verdienen. Dem ist nicht so ganz. Wir waren eigentlich so ein bisschen gezwungen, ein neues Logo zu entwerfen. Da hat die liebe Julia dann ihre ganze Arbeit und ihr Herzblut reingesteckt. Und wenn ihr euch fragt, wieso mussten die das Logo ändern, dann solltet ihr unsere letzte Podcast-Folge hören, denn da erklären wir das weiter. Und Pride. Nun ja, auf jeden Fall haben wir uns gedacht, das Logo ist so fett, wir machen jetzt ein bisschen Merchandise, denn natürlich kosten unsere Kochvideos auch Geld und wir verdienen hiermit gar kein Geld. Das heißt, ihr unterstützt uns auch ein bisschen und bezahlt dann quasi so das nächste Rezept und das ist eine kleine Erleichterung für uns. Aber ihr müsst natürlich nichts kaufen. Wer Bock hat, der kann. Wer keinen Bock hat, der hat dann halt einfach keinen Bock. Ist auch nicht so wild. Und jetzt, wo wir sehr viel Eigenwerbung gemacht haben, denke ich mal, legen wir los. Wir benötigen für unseren Nudelsalat Nudeln. Macht ja Sinn. Wir benötigen für die Soße vegane Mayo, Essig, eine Würzmischung. Na ja gut, Würzmischung ist jetzt falsch. Aus Knoblauch, Salz, Zucker und Pfeffer. Und außerdem benötigt es eine Menge an Gemüse, denn ein Nudelsalat ist ein guter Nudelsalat, wenn auch gutes Gemüse am Start ist. Und deswegen haben wir 3 Paprika, eine rote, eine grüne und eine gelbe, Karotten, Sellerie. Und für die Leute, die jetzt sagen, oh, Sellerie, mag ich gar nicht, mag ich auch nicht. Aber ein Hit im Nudelsalat, ich schwöre euch, ist wie bei der Bolognese, 1A. Probiert's aus. Dann haben wir noch eine Zwiebel und wir haben Frühlingszwiebeln. Und das war auch alles. Und wir fangen jetzt auch direkt an. Das erste, was wir machen, ist, wir nehmen uns einen großen Topf, machen da Wasser rein. Das Wasser ist jetzt auch schon gesalzen. Lassen das jetzt aufkochen und in der Zeit, wo das anfängt zu kochen, beziehungsweise erstmal heiß wird, nehmen wir uns jetzt die Zutaten für unsere Soße und mischen die zusammen. Wir haben hier unsere vegane Mayonnaise und wir haben hier unseren Zucker, unser Salz und unser Knoblauchgranulat. Das kloppen wir jetzt mit hier rein. Und dann haben wir hier Essig. Der Essig wird aber aufgeteilt. Aufpassen. Hier kommt jetzt ein bisschen Essig in die Soße und wir haben auch noch ein bisschen Essig für die Zwiebel. Ihr müsst also jetzt unten mal zwangsläufig das Rezept öffnen, denn da steht dann drin, wie viel Essig wo reinkommt. Das vermischen wir jetzt in diesem extrem großen Schälchen. Ja, hast du wieder alles gegeben bei der Größenauswahl. Du hast alles gegeben bei der Größenauswahl. Die tun wir jetzt noch nicht pfeffern. Wir tun auf jeden Fall Pfeffer hinzufügen, aber das machen wir später, wenn die Nudeln, wenn alles zusammengemischt ist. Wenn das jetzt hier irgendwann mal verrührt ist, kommt das in den Kühlschrank, damit die Soße ziehen kann. Und dann machen wir auch gleich schon weiter mit dem Gemüse. So, nachdem unsere Soße jetzt im Kühlschrank am Ziehen ist und das Nudelwasser fast am Kochen ist, kümmern wir uns jetzt schon mal um einen Teil des Gemüse und zwar mit Teil meine ich die Zwiebel. Die Zwiebel schneiden wir jetzt in ganz feine Würfel und haben wir schon unser Schälchen, wo ein bisschen Salz drin war, ist schon aufgelöst und ein bisschen Essig, also den restlichen Essig, von dem ich eben geredet habe. Sobald wir nämlich jetzt gleich die Zwiebel zu ganz feinen Würfeln geschnitten haben, tun wir die nämlich mit dem Essig und dem Salz vermischen und stellen das zur Seite. Das tut der Zwiebel nämlich die Schärfe entziehen und dadurch wird die sanfter. Denn wir wollen eine sanfte, harmonische Prise auf uns Zunge haben und das werden wir auf jeden Fall mit diesem Nudelsalat heute haben. Auf jeden Fall schneiden wir jetzt erstmal die Zwiebel ganz schön dünn und fein. Ihr seht, er fühlt den Nudelsalat. Ich fühle ihn richtig. Ich kann auch jetzt schon sagen, das Allerwichtigste bei dem Nudelsalat ist, dass wir wirklich das komplette Gemüse so klein und fein wie möglich schneiden. Denn also die meiste Arbeit dabei ist eigentlich das Schnipseln. Das ist wohl wahr, aber ihr werdet mir das danken. Wir sind ja auch so witzig, wir lesen immer Kommentare und wie ihr Samstag, falls ihr das Short schon gesehen habt, entnehmen konntet, wenn nicht, hier ist es verlinkt, beschweren sich viele Leute, dass wir ziemlich viel mit Fake-Fleisch arbeiten, beziehungsweise beschweren sich über Fake-Fleisch generell. Deswegen haben wir uns auch hier die Woche einfach zur Feier der Woche, zur Feier der Woche, gedacht, wir bringen euch einfach mal nur Salate. Weil es ist ja jetzt auch schon Juli, das heißt, die Sommersaison ist im vollen Gange und der Deutsche liebt ja seinen Grill. Und was fehlt zum Grill? Natürlich Salat. Und deswegen haben wir für euch heute natürlich einen wunderbaren Nudelsalat. Und am Mittwoch gibt es den nächsten Salat. Was es ist, verraten wir noch nicht. Ihr werdet es ja früh genug sehen, und zwar übermorgen, wenn ihr das Video übermorgen guckt. Wenn ihr es natürlich später guckt, dann seht ihr es ja jetzt schon. Falls ihr euch fragt, was das hier für eine coole Technik ist, das ist die beste Technik, um Paprika zu schneiden. So, die Nudeln sind jetzt fertig gekocht.
Wir haben die, und das ist sehr wichtig, 2 Minuten kürzer gekocht, als auf der Verpackung steht, denn die sollen noch einen guten Biss haben und sollen nicht zu weich sein. Die tun wir jetzt in einem Sieb absieben und dann, ganz wichtig, alle 3 Minuten mal kurz ein bisschen schwenken. Dadurch entweicht nämlich die warme Luft, die kühlen schneller ab und die kleben weniger zusammen. Und das ist sehr wichtig, weil wir gleich keine klebenden Nudeln haben wollen. Das heißt, ihr könnt jetzt ruhig abschütten und in der Zeit, wo ihr das hier macht, tut ihr alle 3 Minuten mal kurz pausieren und tut mal kurz ein bisschen schütteln und dann habt ihr auch gleich perfekte Nudeln. Und wie ihr gesehen habt, sind die Paprika natürlich auch schon schön filigran klein geschnitten. Ihr müsst das nicht unbedingt machen, aber es ist halt wirklich zu empfehlen, denn wir wollen einen Nudelsalat, der euch eine Geschmacksexplosion liefert. Und wenn ihr jetzt Riesenstücke Paprika habt und ihr habt jetzt auf einer Gabel oder auf einem Löffel 4 Paprika, geht natürlich der Rest unter. So, wenn ihr alles klein und filigran habt, habt ihr immer von allem etwas auf einem Löffel und bekommt die volle Dröhnung ab. Und das ist das Ziel, was hinter diesem Nudelsalat verborgen ist, damit ihr einfach das beste Erlebnis habt. So, die Karotte ist jetzt auch schon geschält. Die tun wir jetzt auch so klein schneiden, den Sellerie schälen wir auch noch gleich, schneiden den so klein. Das Einzige, was nicht wirklich filigran ist, das sind die Frühlingszwiebeln. Die werden einfach nur in Ringe geschnitten. Und dann sehen wir uns jetzt auch gleich wieder, wenn das ganze Gemüse fertig ist. Und dann geht's zur Zubereitung. So, unsere Nudeln sind jetzt so gut wie kalt. Wir haben uns eine große Schüssel genommen. Die gewinnt jetzt keinen Preis für die schönste Schüssel der Welt, ist aber auch egal. Sie erfüllt nämlich ihren Zweck. Sie ist groß. Wir haben hier unser super filigran geschnittenes Gemüse. Das fügen wir jetzt erstmal zu den Nudeln hinzu. Und dann rühren wir das jetzt erstmal trocken um. Neben dem ganzen Gemüse, was wir auf dem Plättchen haben, haben wir natürlich auch schon die Zwiebel hier reingetan. Und falls ihr euch jetzt fragt, ob die Zwiebel mit dem Essig reinkommen, ja. Wir haben einfach die Schale genommen und einfach komplett hier rein. Passt. Und wie ihr schon seht, ist das ein super, super buntes Salätchen. Und damit seid ihr auf jeden Fall auch der Renner auf der nächsten Grillparty. Das verspreche ich euch, weil der wird auch jeden Nicht-Veganer 100 Pro umhauen. In meinen über 30 Jahren auf diesem Planeten ist das der beste Nudelsalat, den ich je gemacht habe. Und ich schwöre beim Leben meiner Mutter. Wirklich. Und außerdem ist man ja als Veganer mit Salat auf Grillpartys irgendwie immer gerne gesehen. So habe ich die Erfahrung gemacht. Die Leute glauben, dass du nichts anderes essen kannst. Ja, die denken dann, wir sind so Salatprofis. Da sind wir doch allen Profi. Die Soße haben wir jetzt auch dazu gegeben. Sieht ein bisschen viel aus, ich weiß, aber muss auch sein. Wir wollen ja nicht trockenen Nudelsalat haben. Oma Ilse soll jetzt nicht auf der nächsten Grillparty ersticken an der trockenen Nudel. Das rühren wir jetzt so gut es geht um. Jetzt kommt noch der Part, wo wir probieren. Boah. Oh. Wir haben den schon länger nicht mehr gemacht. Das war auch eins der ersten Rezepte, was wir auf unserem Foodblog hatten. Ich glaube, das war sogar das erste, was wir auf dem Foodblog hatten. Nein, Bolognese war das erste. Ja, okay. Und der Nudelsalat ist einfach immer noch 1A. Jetzt tun wir noch ein bisschen nachsalzen und noch mal ein bisschen pfeffern. Und dann tun wir den mit Frischhaltefolie. Und ich weiß, das ist jetzt nicht so klimagut, aber naja, was will man machen? Abdecken und lassen den für mindestens 2 Stunden ziehen. Und dann könnt ihr den auch ruhig für 2-3 Tage noch im Kühlschrank stehen lassen. Aber ich schwöre, so lange wird er bei euch gar nicht überleben. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn er fertig gezogen hat. Und dann bin ich wirklich im himmlischen Paradies. Und hier haben wir den Deli-Style-Nudelsalat. Die perfekte Harmonie zwischen Gemüse und Nudel. Ohne Fake-Fleisch, damit die Hater nichts mehr zu meckern haben. Ich sage euch, dieser Nudelsalat ist lebensverändert. Ihr solltet den unbedingt schnell nachmachen. Also husch, husch einkaufen und dann mal nachmachen. Und ich sage euch jetzt auch, nachdem der 2 Stunden gezogen hat, die Geschmacksnuancen aus Paprika, Sellerie und Zwiebel sind so schön noch in die Soße mit eingezogen. Es lohnt sich, den zu probieren. Er ist wunderbar. Wie am Anfang schon erwähnt, wir haben jetzt Merch. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Abonniert, bimmelt die Glocke, damit ihr immer up to date seid, wenn es was Neues gibt. Lasst einen Kommentar da, gebt dem Video einen Daumen hoch, teilt das. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer wir sehen uns am Mittwoch wieder, wenn es wieder einen Salat gibt. Und ich wünsche guten Appetit.